Und damit herzlich willkommen zurück zu Crowned. Ich habe zwischen den Folgen ein bisschen gegrindet, habe jetzt genügend Raw Science zusammen, um mir die Waffen zu leisten. Ist das nicht wunderbar? Also für mich war es nicht so wunderbar, denn diese Welt ist äußerst, äußerst gefährlich geworden. Sie war schon vorher nicht angenehm, aber jetzt ist sie noch viel brutaler. Beispiele hierfür. Es gibt jetzt eine Black Widow, die einfach mal frei im Garten rumläuft. Sie ist hinten beim Sumpf. Ja, da ist jetzt eine Black Widow an der Oberfläche. Da will ich nicht wieder lang. Da will ich nie wieder lang. So. Frische Klinge. Kaufen. Brutzelbrecher. Kaufen. Frisches Katana. Kaufen. Essiggurkenfraß. Kaufen. Und Salzkratzer. Kaufen. So, und damit ist... alles wird aufgebraucht. Würde es nicht wundern. Hier sind überall kleine Juwelensymbole. Ich habe schon mal ein paar Zähne markiert. Einfach nur, dass ich sie nicht übersehe später. Da, da, da. Hops. Hops. So, neue Waffen. Brutzelbrecher. Einmal herstellen. Frische Katana. Oh, halt. Da müsste ich erstmal, glaube ich, hier ran. Da fehlen mir noch ein paar. Ich habe nämlich schon ein bisschen was vorbereitet, deswegen. Ein frische Katana. Herstellen. Frische Klinge. Herstellen. Essiggurkenfraß hergestellt und Salzkratzer. Des Weiteren den Funkus einmal hergestellt und den neuen Schild. Kann ich den auch schon herstellen? Den hier? Ne, da fehlt mir noch Puppenleder. Da fehlt mir tatsächlich noch Puppenleder. Okay, gucken wir erstmal hier. Ladungsangriff. Was ist denn das hier? Reiche verursachen inklusive Nachbeben. Interessant, interessant. Das hier ist jetzt meine erste Salzwaffe. Die ist in der Lage. Warte. Wo ist denn der Hammer? Die wirkt wie ein Hammer. Oh. Warte, es gab irgendeinen Gegner, der nur bei Hammerschlägen richtig Schaden genommen hat. Das ist sehr gut. Da kann ich jetzt den Salzkratzer mitnehmen. Essiggurke. Ja, Betäubung. Aha. Frische Katana ist ja klar. Da muss ich mal den Vergleich tätigen. Ja, es ist im Prinzip genau die gleiche Waffe. Ich level die mal kurz auf. So, jetzt könnte ich hier Effekt drauf machen. Ja, schön. Oder sie einfach so lassen. Finaler Schaden ist es. Okay. Auswählen. Finales Nachbeben. Finale Wut. Finales Parieren. Das haben wir, glaube ich, alle Katanas, oder? Finale Wut. Hier müsste ich mal schauen, welche besser ist für den Assistant Manager. Achso, jetzt brauche ich noch mal ein paar spröde Schleifsteine. Spröde Schleifsteine. Ach, da habe ich schon mehr als genug. So. Nee, das war die falsche. Finales Bluten. Okay, wenn ich mir die mal im Vergleich mehr anschaue mit den anderen. Also. Ausdauerschub ist natürlich besser als was auch immer du bekommen würdest. Aber du bekommst das gleiche wie hier, ne? Grundprinzip ist die gleiche Axt. Wie gefrorene Flocke. Nur der Effekt wird ein anderer sein.
Aber gefrorene Flocke ist einfach hübscher anzusehen. Das Katana, das habe ich hier für alles ein Katana. Den hier mit rein. Der hier wird mich interessieren. Nur der Effekt ist ein anderer am Ende dann. Weil der, der ein finales Nachbeben, der hat irgendeinen anderen Effekt. Aber ansonsten ist es genau die gleiche Waffe von den Stats her. Nicht so schön, würde ich da sagen. Die, wie gesagt, die behalte ich mal dabei. Können wir mal austesten. Eigentlich brauche ich ja mal den Hammer für Höhlen und sowas. Aber hey, wir können ja mal statt deiner... Können wir hier was aufhauen mal? Ich möchte das mal testen. Irgendeinen Stein, den wir hier haben. Nee, du brauchst einen Hammer. Ach nee, du bist ja ein Hammer. Ist ja... Warte mal, dann. Tatsächlich. Die... Ui. Roll weiter, mein Freund. Die behalte ich mal bei mir. Eine zweihändige Salzwaffe wäre mal lohnenswert zu wissen bei sowas wie... Green Wasp. Salzig, aber die... Nee, die... Nee, halt. Nur Hacken und Stechen ist bei dir schlecht. Aber wer war das nochmal? War das der Ox Beetle? Genau. Das ist jetzt die ideale Waffe für die Nashornkäfer. Die Spitzhacke. Okay. Fanny, wir haben die Waffen. Ich würde sagen, wir machen natürlich noch das Labor da unten. Weil ich brauche mehr Gesundheit. Es ist wirklich teilweise krank, wie stark die Gegner sind. Ich bin bei so einem Kampf hinzugekommen. Da ist Raw Science drin, ne? Also im Kampf vorbeigekommen zwischen einer normalen Ameise oder einer infusen Ameise und einer infizierten Ameise. Ich kam nur hinzu und die eine hat auf die andere gefeuert, traf mich und ich starb instant. Ich starb einfach instant und das war so, what the? What the? Deswegen, ich brauche mehr Gesundheit. Mehr Ausdauer, mehr Gesundheit. Wieso schwimmst du da dran vorbei? So. Hier kannst du mal ein bisschen Speed geben. Oh nein, halt. Da müssen wir erstmal noch runter. Alles, was in Raw Science rumliegt, muss mitgenommen werden. Da ist noch mehr Raw Science. Muss wirklich aufpassen, wenn hier irgendwelche infusten Spinnen unten sind. Meine Rüstung ist gerade sehr schwach. Die Wasserrüstung ist nicht geeignet, um mich vor diesen Viechern zu schützen. Wenn die drei Effekte haben, du bist instant tot. So. Aber hey, ich habe jetzt alle neuen Waffen. Nur der Schild fehlt noch. Da brauche ich noch mal ein bisschen Puppenleder. Das ist gar nicht, wo ich noch überall Puppenleder. Wahrscheinlich nur im oberen. Da finde ich das. Was ist denn hier? Nee. Ja, daneben. Achso, das ist nur sein Bild. So. Einmal hier durchgeschwommen. Ja, ich war, wie gesagt, schon an vielen Orten jetzt in meinem Garten, habe ein bisschen Raw Science gesammelt, 10 natürlich nicht, das wisst ihr aber auch schon, der eine oder andere, der das jetzt schon ein paar Folgen guckt, weiß, 10 nur in Anwesenheit von euch, Raw Science geht auch mal ohne euch, ist nicht so wichtig, war auch nicht überall, aber naja, ein bisschen was ist zusammengekommen. Nehme ich die ab. Ich weiß, ich brauche die eigentlich nicht. Ich sammle die bloß, weil ich es kann. Offen daliegende Quellen werden gesammelt.
Siehst du mich eigentlich hier durch irgendwie so? Nö. Ja. Da mal lang. Irgendwo ist hier ein Zahn ist hinter mir. Mach aber erstmal hier die Aktivierung von denen. Ja. Ihr ekelhaften Spinnen hier. Zahn könnte oben im Labor tatsächlich drin sein. Ja, ich nähere mich nämlich den Zahn. Ronnie Raw Science nähere ich mich an. Wir gucken mal. Übrigens, mit den Flossen kann man schwer aus dem Wasser aussprengen. Da ist der Zahn. Zum Glück habe ich eine Pickaxe. Die noch nicht so stark ist, aber hey, ist ein Anfang. Easy, Buddy. Ich hab was Schönes für dich. Wieso bist du jetzt ins Inventar gegangen? Das habe ich nicht gedrückt. So. Hm? Ach, kannst du alles mitnehmen. Wir machen mal hier Respawn Point setzen, falls hier noch irgendwas Gefährliches kommt. Ist hier was drin? Nö. Hier geht's ja nur schnell wieder raus. Wir sind Zahn in der Nähe irgendwo. Mitgenommen. Ich brauche mal die Schaufel, weil da unten gibt es ja wieder Ton, den ich wegkramen kann. Aber die Kiste hier übersehe ich immer regelmäßig, oder? Ja. Ja, dahinter leuchtet es schon. Oh, gleich zwei. Wie gut. Ja, ich habe auch andere Orte entdeckt, wo zwei nah beieinander sind. Na, hier im Teich vor allem. Aber ich brauche das ja auch. Ich brauche schnell viel Gesundheit, sonst überlebe ich hier nicht. Ich will immer den Hammer nehmen. Nein, du hast die Pickaxe. Nutze sie. Schade finde ich, wie gesagt, dass die Werte sich von den Waffen teilweise gar nicht so richtig unterscheiden. Nur der Endeffekt halt. Ich meine, bei manchen Waffen ist es vorteilhaft. Na? Beispiel dieses Katana. Das ist eine Waffe, die weitaus schlechter ist natürlich als... Bist du verrückt? Ich werde mich dir nicht annähern. Weil der hat extra Gesundheit, Giftschaden. Ne, erstmal deinen Buddies. Lass mal deine Buddies. Weil der mich trifft, bin ich hin. Boah, wie viel der aushält einfach. Oh, jetzt. Naja, der hat auch extra Gesundheit. Autsch. Ja, muss man wirklich aufpassen inzwischen. Bam, 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 bam. Das ist nur ein kleiner. Ja, mit Poisoning ist nicht zu spaßen. Mal so einen Trank nehmen. Der Gifteffekt ist zu stark. Nein. Uff, weg warst du. Und einen Cone erhalten, sehr schön. Ja, jetzt kommt aber der schwierigere Teil, ne? Weil,
Wenn jetzt... Sag mal, hier sind Zähne über Zähne. Jetzt nehme ich den Hammer. Hier sind so viele Zähne. Das ist der Hammer. Richtig viele im Teich, das ist gut. Weil auf der Map habe ich gar nicht so viele gefunden, wenn ich ganz ehrlich bin. So, hier... Wenn dort jetzt was Infusedes dabei ist, bin ich am Poppes. Geil. Nichts Infusedes. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ich sag's euch, mit den Gegnern hier ist nicht mehr zu spaßen. Weil die halt so viele Effekte haben. Kistchen. Noch ein Kistchen. Immer schön Cohen drinne. Wunderbar. Und öffne die Kuppel. Witzig an der Sache, sieht man gleich. Die Dimensionen übernehmen einen Effekt von den anderen. Weil kurz bevor ich die andere Dimension verlassen habe, habe ich hier nochmal alle abgefrühstückt und sie sind nicht mehr hier. Die müssen das nachwachsen. Das übernehmen die Dimensionen, das finde ich so... Bah. Muss nicht sein. Aber okay. Wir werden hier im Teich erstmal noch ein bisschen abgrasen. Oh. Hier. Müsste ja einer gleich vorne mit... Achso, an den vorne komme ich ja gar nicht ran. Vielleicht ist ja ein zweiter hinten. Wir wissen es ja nicht. In vorne, da komme ich nicht ran. Und hier, um die Ecke... Ist keiner. Schade. Versuch was wert. Da, da, da. Ja, regt euch nur auf. Nee, da vorne. Da muss ich hin. Da waren, glaube ich, zwei. Einer unten und einer oben. Da, da, da. Wo ist der Koi? Ist schon wieder dunkel? Nee, ich bin falsch. Das sind die Falschen. Das ist doch in die Richtung. Hier ist die eine Markierung für den, der unten ist. War das hier drüben? Ja, da drüben sind zwei. Da, da, da. Ja, einer direkt darunter. Wenn ich runtertauche, müsste hier irgendwo noch... Da, der zweite sein. Nervt mich nicht. Bin auf einer Mission. So. Kann ich nämlich die zwei Markierungen da wegmachen? Also, Zähne haben wir in der Folge viele gefunden. Allein in diesem Teichlabor waren ja zig. So sollte es in Zukunft immer sein. Hilfe. So, aber jetzt gehen wir noch hinten beim Teichlabor lang. Wir sind zu weit entfernt. Wir tauchen hier runter, weil ich möchte hinten noch nachschauen. Irgendwo war da unten ja noch ein Zahn.
War da hinter ein Gang? War da irgendwo hier, oder? Ja, eine Infuser. Aber ganz sicher nicht. Schwimm doch nicht in die Nähe von so einer infusten Wasserspinne. Die killt mich instant. So. Erst mal hier oben gucke. Mach mal auf, den Lachs. Bam, bam, bam. Da, 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 da. Und hier aufgemacht. So. Ist Zahn in der Nähe? Nee, jetzt. Mal ganz kurz gucken, ob hier ein Zahn ist. Ach, der ist bestimmt im Pott drinne. Jo. Jo, da ist er. Sehr gut. Noch ein Zahn mehr. Och, kann ich nicht leveln. So nötig. Ich habe das nötig. Viele Zähne im Teich diesmal, aber richtig viele Zähne. So, ich muss aber trotzdem nochmal hier rein. Ich glaube, weiter vorne war auch noch ein Zahn. Ich denke mal, der ist in der Schlüsselhöhle. Oh, eine Infuste. Nix da. Nicht mal in die Nähe von der komme ich. Weil du hast ja unter Wasser nicht mal eine starke Waffe oder so. Das ist ja das Problem an der Sache. Gucke mal hier runter. Also bisher wird mir nichts angezeigt. Doch, da vorne. Oh, das ist richtig gutes Ausschlachten vom Teich. Wir haben viele, viele Zähne hier gefunden. Tschüssi, ich gehe mal an dir vorbei. Ja, auch an dir. So. Oh, soll ich mal ein bisschen Luft holen, ne? Durchatmen und wieder runter. Da, da, da. Jetzt holen wir noch Puppenleder. Ich glaube, bei der Höhle, die in der Nähe von meinem Turm war, da gab es Puppenleder. Ansonsten wird es 100 Pro geben, dort wo die bösen Marienkäfer sind. Und am Fahrrad. Übrigens, Fahrrad hat doch neue Farben. Ich habe es schon gecheckt, genauso wie der Sandkasten. Da, da, da. Ja, keuch dir nur. Auch zweimal Puppenleder hier. Jetzt mal schauen. Ich sehe Raw Science direkt neben meinem Museum. Aber sie ist zu weit oben, als dass ich an sie rankommen würde. Oder der volle Partner ist zu weit oben. Jo, da kannst du nur von oben runter. I feel a little less squishy now. Bin jetzt erstmal wieder besser geschützt. So, jetzt müssen wir mal gucken nach.
der Höhle. Ich glaube, es war die Höhle mit dem Ball, oder? Irgendwo hier drüben, wo auch so ein Gerippe rumliegt. Ja. Puppenleder. Ist was? Hey, Fid. Bitte was? Ja gut, dann machen wir doch das mit dem Zahn hier, oder? Da oben gibt's eh nichts. Hier ist irgendwo ein Zahn in der Nähe, aber der ist nicht hier drin. Und kabumm! Kabumm! Mal bitte da runterrollen. Ach Mist, warte. Geh mal in die Ecke. In die Ecke mit dir. Und da bleibst du jetzt mal liegen. Der Läuserich blockiert mich nicht oder macht sonstigen Quatsch. So. Ist das wieder so eine Aktion? So, komm mal rüber. Ich habe das schon mehr als einmal gemacht, deswegen. Und von dem Marmor gerne. Nur des schlitten Mammuts wegen. Da, da, da. So. Gut, Puppenleder haben wir. Zahn würde mich schon reizen. Hier ist irgendwo so ein... Nö. Geh ich einfach runter. Zum Versteck von... Wer war hier? Der Assistent war hier. Na? Egal. Dein Zahn gehört mir. Wer warst du nochmal? Praktikant. So. Den Praktikant geklaut. Hier ist nichts weiter an Zähnen. Früher waren ja mal ganz viele. In der allerersten Version. Aber man musste erst diesen Geheimweg hier finden. Unter dem Deckel. Um da ranzukommen. Okay, aber den Rest... ja, ich weiß. Hier ist noch ganz viel Zeug in der Nähe. Lass mich sagen, War Science ist wieder... Jawohl. Warte mal. Schwibbidi-schwupp. Kann ich auch mitnehmen. So. I'm holding raw science in my hands. What does it even mean? Ja, du bist ein ganz großer. Es ist nicht das erste Mal, dass du es in deiner Hand hältst. Ach, die Sprüche. Die müssten sie mal abändern. Müssen sowas kommen wie, ja, ja, wir kennen die Schose schon. Irgend so ein Spruch, ja? Das ist nicht die erste Dimension, die ich bereise. Oh, jetzt kann ich mir richtig viel leisten. Was ist denn hier mit meinem Haustier los? Wenn jetzt hier schon mal ab. Da, da, da. Okay, bei Bürger abgeben, Zähne eintauschen. Dann nach Hause, noch den Schild herstellen. Das Ganze mal ein bisschen angucken. So, jetzt müsste ich ja richtig viele Verbesserungen eigentlich mir leisten können. Es waren so viele Zähne. Wie viele Zähne waren es denn? Es waren 10. So. Toppigaloppi, würde ich dazu sagen. So, wo ist hier Bürgermeister? Hi, ich habe zwei Chips für dich. Right, young pal. Can I help you? Ah, more. Hand it over and
But I knew I could. Here we go. Ooh. Analysis shows the ambiguous. Put simply, it controls the rate of growth of the. There is both good news and the good news and the bad news. It is the cell must hold, please, while I process a. Error. Cheese and frog. We will need that. I am sorry. Hold on to the empty cell for me. Please refrain from. Performing diagnostic. Kennen wir ja alles, den ganzen Text. Ist ja nicht wichtig. Hier läuft irgendwo die olle Spinne rum. Ich höre die ganze Zeit hecheln. Normale Gegner dagegen hier in dem Spiel sind absolut keine Herausforderung mehr. Ey, was ich hier Wolfsspinnen wegklatsche, ist enormst. So, jetzt noch den Schild hergestellt. Lass mal sehen, das gute Stück. Jetzt mal, habe ich nicht Puppenleder? Ach, ich muss das trocknen. Stimmt ja. Ich muss das trocknen. Ich habe ja nur die fertige Puppe. Na, warte. Dann machen wir den kleinen Trick mit dem Schlafen gehen. Dann passt das schon. Einmal schlafen. Ach, das hatte ich gar nicht bedacht. Stimmt, ja, ich arbeite so selten mit Puppenleder. So, jetzt mal, was schwebst du denn die ganze Zeit in der Luft? Was soll das? Was ist das? Es ist wieder natürlich. Jetzt streckt er mir seinen Hintern da entgegen. So. Lass mal sortieren. Es hat was. Ja, also wenn man. Ist jetzt ein Freecam? Das Schild hat was mit dem Fungusspeer. Hm? Könnte ich mich mit anfreunden, wirklich? Weil es so ein Großschild ist, halt. Muss man auch noch was testen? Ja! Ach, ich dachte, der macht dann Boom oder so. Schade. Okay. Was haben wir denn eigentlich an Kirsch bekommen? Wenn ich schon Blattlausbengel lese, da ist schon vorbei. Schärfmarke sauer mal. Das ist ja ein ganz schön magisches Ding. Deutend Trefflinge, best erhöht durch Salzschaden. Interessant. Wirklich interessant. Zwei sind wieder zusammengekommen. Upp. Ja, das Einsortieren und so, das sollte ich eigentlich offscreen machen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Man merkt schon, was ich so ein bisschen, wo ich schon war, ne? Erkennt man an den Trinkets. Na, wirst du wohl. Du bist interessant, wie gesagt, der Magier. Okay. Ja, den Rest mache ich zwischen den Folgen. Das heißt, es eigentlich wieder ein bisschen sparen, weil auch wenn ich sie selber nie gebraucht habe, würde ich sie vielleicht irgendwann mal vorstellen, die Teleporter. Ja? Was ist mit dir los? Okay, ich trinke mal was. Ich meine, ich verliere ja kaum noch Flüssigkeit und Nahrung, aber doch lieber was gehabt und nicht gebraucht als sonstiges. Du bist creepy. Lass das. An dieser Stelle danke ich vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Reingauen. Tschüss.